Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaupuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir befinden uns hier immer noch in der Basis von Team Galactic und haben jetzt den G-Schlüssel, ja, ganz recht, den G-Schlüssel und können damit nun die Türen öffnen. Heute ist übrigens Freitag, ihr wisst, was das bedeutet, wenn alles gut läuft. Und der Amazon-Mann kommt, drückt mir die Daumen, dass der Amazon-Mann heute kommt. Dann werden wir, wenn ihr Bock habt, uns heute Abend zu einem kleinen gemütlichen Stream auf Twitch treffen und ein bisschen das neue Pokémon spielen. Ich bin richtig aufgeregt und ja, lasst es mal einfach auf mich zukommen. Wer Bock hat, schaut dann gerne heute Abend auf Twitch vorbei. Ich denke mal so, wir fangen mit Glück sogar schon 18 Uhr an. Schauen wir mal. So, zurück zu diesem Game aber hier. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wo wir hin müssen. Irgendwo muss ja noch eine Tür sein. Wir waren schon mal bei einer Tür, die wir nicht öffnen konnten. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Ja, ich bin wieder im Kreis gelatscht. Blöd gelaufen. Zurück. Mal sehen, ob ich das raffe mit den Teleportern. Das muss irgendwo einen Teleporter geben, der uns irgendwo anders hinführt. So viele Möglichkeiten gibt es da jetzt ja nicht. Gehen wir mal wieder hoch. Gehen hier nochmal durch. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Moin, war hier eine Tür? Da war der Irre, der hier mal rumrannt. Da ist eine Tür, guck mal. Läuft doch. Die Tür ist verschlossen. Möchtest du den G-Schlüssel verwenden? Aber sowas von will ich den G-Schlüssel verwenden. Tür ist jetzt offen, es geht weiter, Leute. Schön sieht das hier aus. TM 21 Zauberschein. Und das Schlimme ist, hier geht es aber offensichtlich irgendwie nicht weiter. Das ist ja jetzt ein bisschen doof. Okay. Ich kann doch nicht so viele Teleporter übersehen haben. Aber offensichtlich ja. Ich gehe nochmal wieder runter. Dann machen wir hier rein. Jetzt müsste ich ja wieder im Hauptraum sein. Ja. Da gibt es ja nur diese zwei. Okay, gehen wir nochmal da rein. Das führte uns aber in so eine Lagerhalle, wo es nicht weiterging. Oder bin ich doof? War da doch einer? Nee. Okay. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Jetzt mal ernsthaft, ich habe keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt erstmal, also dann gehen wir jetzt erstmal, hier ist noch ein grüner. Wie kommen wir zu dem grünen? Das Ding ist doch ein Hinweis. Das ist doch ein Hinweis, man kommt doch in diesen Raum bestimmt irgendwo rein. Und da ist ein grüner Teleporter. Keine Ahnung, Leute, wir müssen den grünen Teleporter finden, okay. Jetzt gehen wir erstmal nochmal da lang. Hilft mir nichts. Und probieren einfach mal alles aus, was geht. Hier gibt es gar keine Möglichkeit. Wir können nur den hier wählen. Anders geht's nicht. So, und dann haben wir hier nur die Möglichkeit, die Treppe hochzugehen. Okay, haben wir hier gemacht. Jetzt gibt es hier zwei Varianten. Wir können entweder den Teleporter verwenden. Machen wir mal. Oder weiter die Treppe hochgehen. Wir verwenden mal den Teleporter. Hier kann ich jetzt runtergehen. Und das führt mich wieder zurück in den Anfangsraum. Ja. Jetzt sind wir wieder im Anfangsraum. Hier geht's nicht weiter. Oder war hier auch noch eine Tür, die ich jetzt aufmachen kann? Da war ja auch so ein fetter Hauptraum. Mal gucken, ob vielleicht da hier noch eine Tür ist, die ich nicht checke. Nee. War hier oben noch eine Tür? Nee. Nee, ihr seht, und dann sind wir wieder, wenn wir jetzt hier hochgehen, sind wir wieder oben. In dem Raum gleich mit den zwei Teleportern. Da. Okay, also hier geht's nicht weiter. Alles klar, wissen wir Bescheid. Hier lang. Nein, falsch. Links. Links müssen wir mal. Wir müssen links. Links müssen wir mal lang. Gehen wir mal links lang. Guck mal, so kannst du Gamezeit auch strecken, indem man einfach so doof ist, mit den Teleportern umzugehen. Scheiße. Okay, so.
Dann, wie gesagt, Treppe hoch. Diesmal gehen wir nicht durch den Teleporter, sondern gehen noch eine Treppe hoch. Hier haben... Oh Mann, das ist einmal manchmal nervig mit diesem Joystick, du. So, komm schon an ihm vorbei, bitte, danke. Hier haben wir die Möglichkeit... hier durchzugehen und hier ist nichts. Okay, ich bin alle Wege abgelaufen. Ohne Spaß, das war alles. Mehr gibt's nicht. Dann kann ich mir nur noch vorstellen, dass es bei dem Haupthaus beim zweiten Eingang einen anderen Raum gibt mit einer Tür, die ich jetzt mit dem G-Schlüssel öffnen kann. Mehr fällt mir nicht mehr als Option ein. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Wir sind ja durch den Keller reingegangen. Ach, wir haben ja jetzt den G-Schlüssel. Dann können wir jetzt durchs Haupthaus gehen. Ja, 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 das muss wohl der Weg sein. Das wird der Weg sein, Leute. Wir haben jetzt den G-Schlüssel, damit können wir ins Haupthaus rein. Wir sind ja momentan durch den Keller eingedrungen. Weiter geht's hier nicht. Siehst du wohl. Alles cool. Und das habe ich alleine rausgefunden. Ne, warte, noch wissen wir nicht, ob es stimmt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es stimmt. Und ihr seht, ich habe nur kurz drüber nachgedacht und habe das ganz alleine geschafft, ohne dass mir jemand das gesagt hat. Das Spiel musst du mich nicht an die Hand nehmen. Ich habe ganz allein mein Gehirn angestrengt. Das sollte klappen. Hoffe ich. Wir werden es gleich sehen. Wenn es jetzt nicht der Fall ist, wird es jetzt gleich peinlich für mich werden. Sehr unangenehm wird das dann. Awkwardig, merkwürdig, aber mit dem G-Schlüssel in unseren Pfoten sehe ich da Großes auf uns zukommen. So. Also können wir dann unser Pokémon gleich nochmal durchheilen, wo wir jetzt eh draußen sind. Super Sache. Einmal heilen, bitte. Danke. Guten Tag. Bitte einmal durchheilen. Das wäre sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, danke sehr. Zack, zack, zack. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte wir uns bald wieder. Gerne. Gerne. So. Okay, dann gehen wir mal durch den Haupt... durch das Haupthaus. Wir sind ja jetzt hier voll am Stissel. Das müsste jetzt gehen. Ja, guck mal, wie es halt einfach geht. Und, sag ich doch, einfach dein eigenes Gehirn anstrengen. Alles ausprobiert, gebacktrackt, gemerkt, nee, kann nicht sein. Und dann hast du es einfach rausgefunden. Voll gut. Jetzt wirst du jedenfalls ganz ohne Schleicherei hinaus befördert. Bitte? Bin noch nicht geschlichen, ich bin hier ganz normal langgelatscht. Rüpel von Team Galactic fordert dich heraus. So einen richtigen Glow um sie herum. Oh, Golbert, das wird gleich in deinem Mund ein bisschen britzeln. Wie saß dir? Ob die wohl auch eine Rakete gebaut haben? So hier so eine Steve Bannon, sag ich schon. Jeff Bezos Penisrakete, das wollte ich sagen. Mein Gehirn haben gerade ganz viele Namen durcheinander gebracht. Steve Bannon, Alter, wie komme ich auf den Gollum, Alter? Keine Ahnung. Golbert wurde besiegt. Und es geht weiter. Oh, nee, dann brauche ich natürlich nicht wechseln. Wenn du nochmal Golbert rausholst, hat ja keinen Sinn, ne? Die knöllt sich dir so wieder unterm Arsch weg. Ist gar kein Problem. Und ein weiterer Funkensprung. Didi, 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 didi. Okay. Team Galactic wurde besiegt. Ich kann dich wohl nicht am Weiterschleichen hindern. Das wirst du nicht schaffen, aber ich schleiche auch nicht. Ich spaziere hier einfach durch. Du glaubst, dass du es schaffst, aber es ist zu spät. Das Experiment ist zu Ende. Was für ein Experiment? Was macht ihr denn für eine Scheiße? Ich bin so gespannt, Leute, oder? Dein Licht wird verblassen. Von jetzt an leuchtet nur noch Team Galactic. Also Leute, die die Welt beherrschen wollen, das ist immer ein bisschen gruselig. Da machst du dir dann doch immer ein bisschen Sorgen. Rüpel von Team Galactic setzt Golbert ein. Okay. Es geht los, Kero, du Schisser. Okay. Okay. Oh, kleinen Funkensprung, ne? Ja, kennt ihr ja schon. Hat jetzt auch zwei Golberts am Start? Oh, es macht was. Es ist etwas passiert. Von Rapidschutz behütet. Was hat das genau gebracht? Nicht viel. Offensichtlich. Golbert wurde besiegt. Gut, 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 gut.
Schalocco ein. Ja, nee, bleiben wir dabei. Auch hier ist natürlich Elektro wieder sehr effektiv, aber es sieht irgendwie cool aus. So fancy Frisur so über den Augen, so eine richtig wuschelig. Das ist ein richtig, richtiges, wuscheliges Ding. Darauf noch ein Stückchen Kaffee. Noch ist er ohne Milch. Uah. Wir haben diesmal bei unserem Hello Fresh Paket Mandelmilch als Gratisprobe am Start. Das werde ich jetzt, glaube ich, mal ausprobieren. Bin neugierig. Das verstehe ich nicht. Wieso die Eile? Naja, ich habe auch noch anderes vor, Junge, Mädel. Noch einen Orden holen. Champ werden. Pokémon sind dir so wichtig. Darum geht es dir also. Ja, das habe ich ja vorhin erst gerade lang und breit ausführlich ausgeführt. Dass mir Pokémon so wichtig sind und dass mir deswegen das alles Sorge macht und wehtut. Verstehst du? Du wirst unsere Forschung nicht sabotieren. Für Team Galactic, für den Boss. Na, dann mal los. Meine Ursachszeit aufzustehen. Für den Boss, Volkmar. Oh, Volkmar sieht ein bisschen angestrengt aus. Könntest du ihn mal wieder rasieren, Volkmar? Kadabra. Guck mal, wer könnte denn da jetzt wohl reinbeißen? Keine Ahnung. Los geht's. Angriff von Kadabra sinkt. Kämpfen. Biss. Da, 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 da. Zack. Du, du. Kadabra wurde besiegt. Tux erreicht Level 49 und Onyx erreicht Level 47. Und Volkmar wird jetzt nichts mehr für seinen Boss tun. Verdammte Scheiße, ich hätte keine Chance, das war ja jämmerlich. Ja, das hast du gesagt, nicht ich. Oh, mein Bruder. Unser Boss ist ein wissenschaftliches Genie. Er wird sich die Kraft der legendären Pokémon zu eigen machen. Ah, wir werden sehen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Persönlichkeitstest. Fabian, viel Spaß bei Animal Crossing. Heute steht Blaufuchs bei uns im Mittelpunkt. In unserem Interview hat sie den Typ Feuer als ihren Favoriten genannt. Personen, die den Typ Feuer bevorzugen, verstehen es, ihre Freunde aufzumuntern. Geht es ihnen selbst nicht gut, wollen sie aber lieber allein damit fertig werden. Klingt das zutreffend? Ohne Spaß? Ein bisschen schon. Wobei ich nicht sagen würde, ich möchte da gerne alleine mit fertig werden, aber irgendwie, ich bin so einer, ich bin immer ganz viel für alle da und möchte, dass es allen gut geht und möchte insgesamt, es muss immer alles schön sein. Es muss immer schmuckelig und schön sein und wir müssen immer gute Schmuse-Community sein und alles muss toll sein. Ich brauche so eine, ich bin so ein Harmoniemensch, ne? Und wenn es mir dann mal selber schlecht geht, dann nehme ich mir zu wenig Zeit für mich selber und erwarte auch zu wenig so, quasi, man muss ja auch was wiederbekommen dann irgendwie mal. Und dann nehme ich mich ein bisschen zu sehr zurück, würde ich sagen, tatsächlich. Und das ist nicht ganz gesund, also da muss ich vielleicht auch einfach mal ein bisschen aus meiner Zone rauskommen, ne? Aber ich bin tatsächlich so, ich fresse das dann in mich rein. Genießt du deine wilde Tour durch das Hauptquartier von Team Galactic, zu der du nebenbei keinerlei Berechtigung hast? Wer sagt das? Ich bin mit meinem G-Schlüssel, der mir gehört, ist mein G-Schlüssel, mich reingekommen. Hallo, kleiner Trainer. Du giltst bei Team Galactic schon als Berühmtheit. Wer dich außer Gefecht setzt, bekommt eine Beförderung. Na dann, versucht's mal, ihr zwei. Danke, Puh! Libunkel. Du, 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 du. Wie sie alle springen, es ist so süß. So, nun geht das los, so. Das Arsch-Pokémon ist auch wieder mit am Start. Angriff von Glibunkel sinkt. So, ich mache jetzt erstmal hier einen Funkensprung. Auf Glibunkel. Oder auf Skunkapoo. Ich mache mal bei Skunkapoo. Und Twilly macht jetzt mal einen Flammenwurf auf Glibunkel. Komm. Hat gerade seine Backen aufgeblasen, wie ein Frosch. Glibunkel wurde besiegt. Erfahrungspunkte gehen rein. Zack, hier rollt man so einen kleinen Funkensprung rüber. Oh, das hat wehgetan. Richtig unfreundlich, Alter. Oh, warte, ich bin hier die ganze Zeit. Ich bin hier die ganze Zeit mit meinem Beinchen am Rumwackeln, weil ich das immer mache. Ich bin so ein Hyperaktiver. Ich muss immer mit meinem Beinchen wackeln. Und ich glaube, von meinem Fußwärmergerät hat jetzt die ganze Zeit das Einstellding.
Geräusche gemacht. Also wenn ihr die ganze Zeit in den letzten Folgen mal so ein klack, 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 klack im Background gehört habt, ne? Das war ich. Aber wenn wir Glück haben, hat mein OBS es rausgefiltert. Scheiße. Wir werden sehen. Oh Mann. Kennt ihr das, dass ihr immer so mit dem Bein rumwackeln müsst? Ganz schlimm. Ich bin mal Auto gefahren als Beifahrer. Meine bessere Hälfte ist gefahren und dann dachte mit dem Auto stimmt was nicht, weil ich dann während der Fahrt halt auch immer mit meinem Beinchen rumgewackelt habe und unser altes Auto war so krass gefedert, dass man das halt gespürt hat. Richtig bescheuert, ey. Aber ja, so ist es. Charmian. Oh Mann. Ich versuche es jetzt zu unterdrücken. Wünscht mir Glück. Glibunkel. Ich schaff das schon irgendwie. Zum Glück rede ich so viel. Ich glaube, da merkt man das nicht. Erfahrungspunkte erhalten. Gero setzt schön Biss ein. Wunderbärchen. Rüpe von Team Galactic setzt das Gankapu erneut ein. Wie viele Pokémon habt ihr denn, Leute? Irgendwann muss doch mal Ende sein. Junge, Junge. Nein, nein, nicht Biss. Funkensprung. Gankapu. Gankapu und Twilly, du darfst einmal einen kleinen Flammenwurf wieder machen. Komm. Ja, eigentlich auf Gankapu, aber macht nichts. Ich hoffe, das geht jetzt nicht irgendwie nicht. Nee. Das Game ist so schlau und sucht schon das richtige Pokémon aus. Vernünftig. Du besiegst Rüpel von Team Galactic. Und Rüpel von Team Galactic. Ist das nicht eine Rüpelin? Du lässt mich jetzt tun, was ich will. Warum sollte ich das tun? Du hast verloren. Damit hat sich meine Beförderung wohl erledigt. Keine Sorge, ich zerbumse eure ganze Organisation, hat sich eh alles gleich bald komplett erledigt für euch. Was mit unserem Hauptquartier geschieht, ist völlig unerheblich. Bald gehört Team Galactic sowieso alles. Was haben die denn vor? Was ist an dir schon so besonders? Du bist genau wie jedes andere Kind, das Trainer spielt. Ich spiele nicht Trainer, ich bin Trainer. Ist euch das nicht aufgefallen? Ich habe euch gerade beide weggemacht. 2 gegen 1 und ihr hattet keine Chance. Hoppala. Trank eben noch ein paar reinballern. Noch habe ich ja welche. Gut. Weiter geht's. Okay, hier gibt es 3 Stück. Fangen wir vorne an und arbeiten uns einfach vor. Hier gibt es bestimmt ein verstecktes Item. Oder einfach nichts. Sackgasse, Leute! Man muss sich auch fragen, wer designt solche Dinger und solche Transportsysteme per Teleporter, ne? Wer macht sowas? Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier gibt es immerhin ein Item. Ein Elixier. Sehr schön. Und wieder zurück. Und nun gehen wir da hinein. Hier finden wir schon mal eine Treppe. Oh, ich glaube, da ist er. Da ist der Obermotz. Na dann. Wir haben noch 1 Minute, Leute. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Möchtest du den G-Schlüssel verwenden? Ja. Die Tür ist jetzt offen. Oh, Minütchen noch. Wir haben bestimmt noch ganz viel von diesem Hauptquartier noch nicht gesehen. Egal. Sieh einer an, dann bist du wohl der Trainer, von dem ich gehört habe. Jener törichte Trainer, der sich für stark genug hält, um Team Galactic aufzuhalten. Allerdings hätte ich nicht erwartet, dass es sich dabei um einen 3-Käse-Hoch wie dich handelt. 3-Käse-Hoch hin, wenn ich bitten darf, ja? Nun ja, unseren Commandern scheinst du ja ziemlich Probleme bereitet zu haben. Ich weiß im Übrigen, warum du hier bist. Es geht um Selfe, Wetsprit und Turbos, richtig? Du willst sie retten. Ich brauche sie nicht länger, sie haben ihren Zweck bereits erfüllt. Wenn du sie unbedingt retten willst, nur zu, mir ist es gleich. Damit ersparst du mir eher die Arbeit, sie selbst beseitigen zu müssen. Beseitigen? Was ist mit ihm denn nicht richtig? Allerdings muss ich sagen, du bist schon erstaunlich. Diese Pokémon haben rein gar nichts mit dir zu tun und doch willst du sie retten. Warum? Aus Mitleid? Welch nutzlose Emotion, unlogisch, irrational. Mitleid und Barmherzigkeit sind Produkte des schwachen menschlichen Herzens. Solch jämmerliche Sentimentalitäten haben dich also hierher gebracht. Gleich wirst du es bereuen, auf dein Herz gehört zu haben. Es geht los, Digga, Boss Battle Fight, meine Lieben. Da ist er.
Galaktik-Boss Cyrus fordert dich heraus. Ramurks. Ja, das ist schon mal ein schlechter Start für ihn und gut für uns. So, meine Lieben, ich weiß, machen wir eigentlich nicht, aber in dem Fall machen wir jetzt mal direkt zum Start eines Kampfes kurz einen Break, denn ich muss Pipi machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder und werden den Boss von Team Galactic erstmal ein bisschen einheizen. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken, tschüss, euer Blaufuchs.